So, dann fahren wir ein bisschen am See entlang. Royal Enfield Himalayan. Hey, das macht Spaß. Morgen, Tag 8 unserer schönen Reise. Und was wir heute haben, was ein bisschen schade ist, ist, dass ich Geburtstag habe. Nee, Quatsch, das war's nicht. Es ist, dass mein Bruder jetzt schon nach Hause fahren muss. Er guckt auch schon ganz traurig. Verbindung zu Google Maps kann nicht hergestellt werden. Oh, oh. Das heißt, er kann gar nicht fahren. Den haben wir dann doch noch länger am Bein. Ja, da werden wir jetzt mal ein bisschen helfen müssen. Und dann gleich auch nochmal filmen, wenn er losfährt. Ah, oh. Es hat schon geklappt, oder? Oh, es ist le weich auf wegen dem Regen gestern. La Supermütz. Ah, wenn die trocken ist, dann geht das wieder einwandfrei. Natürlich. Ja, komm, hat jetzt also, wir hatten gestern 1500 Kilometer gehalten. Wir hatten gestern so ein kleines bisschen Regen. Sieht man auch noch. Ne, die Tiger ist immer noch nass. Die Enfield natürlich auch, aber ja. die muss heute noch nicht. Mit mir bleiben noch ein bisschen. Wie ist das da dran? Das lebt. Ja, das ist auch. Wie immer, ne? Dann lass mal von dir hören heute Abend, ob du heil angekommen bist. Das mache ich. Das muss ja noch. Und da fährt er. Guten Morgen, Tag 9. Und was habe ich in der Hand? Seht ihr nicht? Die lange Stange, auf die man die GoPro oben drauf macht. Jetzt kann ich von weiter weg kann ich filmen. Weiß noch nicht, wozu wir das benutzen, aber das ist bestimmt klasse. Also was wir heute machen wollen, was wir vorhaben. Erstmal frühstücken gehen, dann aufrödeln und dann geht es zum Lac d'Annecy. Da sind wir vor vielen Jahren schon mal gewesen, haben den See selber aber eigentlich gar nicht gesehen. Das wollen wir mal nachholen. Ne? Da sehen wir uns dann nachher. Bis später. Jawohl. So, wir sind auf dem Weg zum Lac d'Annecy. Und das soll eine super kurvenreiche Strecke werden. Ich bin gespannt. Aber erstmal haben wir hier, ja, durch diese Berge müssen wir. Das wird bestimmt toll. Boah, guckt euch das an. Toll. So, wir fahren hoch zum Col de Roussey. So ähnlich. Wenn es gleich auf dem Schild kommt, sage ich es nochmal richtig. Mal sehen, was eine tolle Strecke. Können wir hier so gemütlich im dritten Gang hochfahren, weil wir haben Zeit und wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Prudence. Natürlich Prudence, wir wollen ja nicht stürzen. Aber es ist auch gar niemand anders unterwegs im Moment. Boah, ist das toll. So, kleiner Stopp, weil der Ausblick von hier, der ist einfach so herrlich.
wäre ja eine Sünde, da einfach dran vorbeizufahren. Also da war eben ein Schild 1060 Meter. So hoch, denkt mal, ist es gar nicht. Aber die Aussicht hier, die ist einfach herrlich. Ne? Und da oben, da, ach man, sieht das toll aus. Und ich glaube, da müssen wir noch hoch. Ja. So, dann geht's gleich weiter. Hup, da liegt ein Handschuh. Könnte glatt meiner sein. Oben gibt es eine Station, auch nicht schlecht. Vielleicht halten wir da mal. Ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels. Da müssen wir lang. So, jetzt stehen wir am See. Super sauberes Wasser und der geht ewig bis da hinten hin.
einfach wunderschön. Und da wird gewindsurft. So, wir sitzen hier und trinken Kaffee und hoffen auf ein Eis und haben inzwischen festgestellt, dass der See da noch nicht der Lac d'Annecy ist, sondern der Lac Bourget. Stimmt das? Ja. Was ich sage? Gut. Ja, natürlich stimmt das. Das hast du ja gleich gesagt. Ich war der Meinung, ich das hab, ist der. Ich ist der. Ja, da hat sie recht. Ne? Ja, jedenfalls machen wir das und dann fahren wir noch ein Stündchen weiter und dann sind wir, wenn alles gut geht, schon an unserer, wie sagt man da, an unserer nächsten Unterkunft für diese Nacht. Gut, dann bis gleich. So, dann fahren wir ein bisschen am See entlang. Bin mal gespannt, weil wir müssen noch einmal quer durch die Berge zum Lac d'Annecy. Der ist nämlich unser eigentliches Ziel. Aber der ist hier ist auch schön. Ja, wir quälen uns schon mindestens 20 Minuten hier durch den Verkehr. Durchschnittstempo 5. Oder stehen. Immer von einem Kreisel zum nächsten. Aber dafür müsste jetzt gleich der See kommen. Da vorne müsste er sein. Tada! Ich weiß nicht, ob man mit der Kamera sieht. Wir sind ein bisschen höher. Wir sehen ihn. Also das, was man jetzt gerade nicht sieht, ist der Lac d'Annecy. Das war knapp. So, jetzt schleichen wir am See entlang. Da sieht man nicht viel von, weil die Kamera halt auf der linken Seite ist und der See ist auf der rechten Seite. Schauen wir mal. Hier rein. Da müssten wir rein. Ja. Wasser. Ich glaube, hier ist es. Oh wei. Eieieiei. Oh, wir haben es gefunden. Jetzt sind wir im richtigen Haus angekommen. Erst waren wir da drüben, aber das war falsch. Aber die waren sehr nett und haben da drüben gleich Bescheid gesagt. Habt ihr ja mitbekommen, das Fahren da hoch war nicht so ohne. Jetzt steht die Saira hier. Das ist übrigens auch ein tolles Bild nochmal mit dem Hintergrund. Ne? Müssen wir vielleicht nochmal ein Bild machen. Und ich muss mal gucken, dass ich das von hier sehe, weil hier hinten, da durch auf dem Berg, da haben wir noch ein Schloss vor super Kulisse. Also hier ist es wieder mal super schön. Und da unten sieht man auch ein bisschen, ist der See. Da wollen wir morgen mal hin. Und mal so ein bisschen gucken, was es da so gibt. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch und zeige ich euch mal unsere Unterkunft. Die hat nämlich auch noch was Besonderes, die ist super. Das hier ist unser Schlafgemach für heute. Dann fragt ihr euch bestimmt, wo ist denn das Bett? Das da oben. Ist das nicht klasse? Das wird bestimmt super.